Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Stefan Wittwer. Er ist einer der Co-Founder und CEO von Next Business. Und ihre Mission ist es, das Unternehmertum zugänglicher zu machen. Dabei ist er erst 21. Ich freue mich darum extrem auf die Folge. Was sie genau machen, erzählt er gerade selber. Hi Stefan, schön, dass du da bist. Hi Nico, freut mich da zu sein und danke für die Einladung. Mir geht's super. Das ist doch perfekt. Bevor du jetzt erklärst, was ihr genau macht, ich habe gesagt, du bist 21 und ihr wollt das Unternehmertum zugänglicher machen. Wie kommt man in diesem Alter auf so eine Idee? Also, was hast du für eine Beziehung zum Unternehmertum? Ja, also bei mir hat es schon relativ früh angefangen, so ein bisschen mit dem Interesse an dem Ganzen. Wo ich ziemlich jung war, so 8, 9 oder so, ist so ein bisschen das Interesse auch für Technik gekommen. Und dort habe ich dann verschiedene Sachen angefangen zu programmieren. Meine Großmutter hat mir damals auch noch so ein bisschen die Einstieg in die Buchhaltung sogar schon erklärt, gehabt, relativ jung. Und dann so ein bisschen Kantonsschulalter habe ich dann angefangen, so ein bisschen meine ersten Projekte aufzubauen. In so einer Stundenplansoftware habe ich dort entwickelt, die dann verwendet wurde ist und jetzt auch gebraucht wird weiterhin von der Kantonsschule Zürich Oberland. So ein bisschen Sachen, einfach eigene Projekte in diese Richtung, hat mir einfach schon immer Freude gemacht. Und über das habe ich dann über die Zeit gelernt, relativ schnell die verschiedensten Bereiche von Programmierung über Design, ein bisschen dann auch Themen wie Marketing und so. Und habe mich dadurch dann so ein bisschen in die Welt immer stärker versetzt. Und dann 2018 habe ich und meine Co-Founder haben wir dann zusammen Next Business gegründet. So ein bisschen mit dieser Mission, dass wir es einfacher machen für andere Gründer, auch gerade in unserem Alter, um sie motivieren, ebenfalls irgendetwas Eigenes auf die Beine zu stellen und ihnen Tools und Werkzeuge in die Hand zu geben, damit sie das auch machen können. Das klingt sehr spannend. Bist du irgendwie vergütet worden für die Stundenplan-Software damals oder ist das mehr so ein Goodie gewesen, wo du den Kantonsschule geschenkt hast? Ja, also am Anfang ist es mehr so ein bisschen Goodwill gewesen. Die Initiative daraus ist entstanden, dass das, was einfach die hatten, ist furchtbar gewesen. Und ich wollte unbedingt irgendetwas Besseres haben. Da habe ich irgendetwas gemacht und der Schule hat es dann aber gefallen. Und jetzt wird es bis heute gebraucht und jetzt haben wir einfach ein Wartungsvertrag, also habe ich immer noch mit der Schule, wo da einfach eine kleine Vergütung läuft, dafür, dass ich da weiterhin Support leiste. Aber sind da nicht Unsummen von denen. Und es wäre nichts, was könntest du ausrollen und wieder eine Schule zur Verfügung stellen? Möglicherweise schon, aber meine Aufmerksamkeit heute ist mehr so bei Next Business. Genau, deine Mission ist eben, das Unternehmertum zugänglich zu machen. Ist ja riesig, also der Unternehmertum zugänglich machen. Ich meine, das mache ich ja mit meinem Podcast, wollte ich das auch. Leute motivieren, ihr eigenes Ding zu machen, ihnen zeigen, wie geil das kann sein, wenn man selbstständig ist, wenn man Unternehmer ist. Ich kann es darum ein bisschen sagen, was konkret macht ihr? Ich meine, das ist so ein grosser Bereich. Was ist jetzt, wie wollt ihr eure Mission erreichen? Absolut. Also unsere Aufgabe sehen wir darin, so ein bisschen Werkzeuge herzustellen für Neugründer und für Startups in der Anfangsphase. Wenn man so ein bisschen schaut, was für Business Tools es heute gibt, viele davon sind so ein bisschen veraltet, sie sind schwer zu erlernen jetzt für Leute, die nicht unbedingt einen kaufmännischen oder einen Business-Hintergrund auch haben. Und wir haben wollen Tools entwickeln, wo für die nächste Generation von Unternehmen kann verwendet werden. Also sprich Finanztools, Businessplan-Tools, you name it, in die Richtung geht's. Und unser erstes Tool, das wir jetzt gelauncht haben, auf unserer Next Generation Business-Plattform, die wir Infinity nennen, ist Infinity Finance. Und das ist jetzt das Buchhaltungstool, sodass jeder und jede unabhängig vom Vorwissen kann eine kleine Startup-Buchhaltung führen. Also mit dem Ziel, dass eben man sich nicht von der Buchhaltung aufhalten lässt, sondern dass man die direkt selber machen kann. Genau. Du hast gesagt, jeder und jede kann das machen. Kannst du ein bisschen konkreter sagen, was heisst das? Also
warum ist es so einfach? Was macht ihr anders? Es gibt ja Buchhaltungstools wie Sand am Meer grundsätzlich. Warum sollten wir jetzt da Infinity nutzen, eure Software? Also, wo wir angefangen haben mit der Idee von Infinity, ist klar gewesen, wir brauchen so ein bisschen drei Ziele, die wir verfolgen, über die ganze Plattform hinweg. Und zuerst ist so ein bisschen die Idee von Next Generation, also dass wir die ganze Plattform im Gegensatz zu vielen von den Tools, die halt heute auf dem Markt sind, jetzt nicht nur in puncto Buchhaltung, sondern allgemein sehr viele Business-Tools, dass sie sich moderner anfühlen, also alles, was man heute hat. Ich meine, viele Tools, die man heute braucht, man merkt, die sind ein bisschen Alter gekommen, sie sind langsam, sie sind nicht so benutzerfreundlich auch, also das Design leidet oft sehr und es wird immer wichtiger auch für Business-User, dass man da etwas hat, kann verwenden, wo gut gemacht ist, wo auch der Test of Time dann so ein bisschen tut, überleben. Und wir haben angefangen, die Plattform so zu entwickeln mit einem extrem modernen Fundament, modernen Technologien, sodass es parat ist, nicht für das letzte Jahrzehnt, sondern für das neue Jahrzehnt, das wir jetzt hier haben. Und das Zweite ist so ein bisschen, wir wollten ein Tool machen für Macher, also so ein bisschen für Leute wie uns selber. Wir haben gemerkt, es gibt sehr viele, eben zum Beispiel auch Buchhaltungstools oder allgemein auch Tools, die sind sehr gut für größere Unternehmen, also sie sind vor allem gemacht für größere Unternehmen. Es gibt sehr wenig Tools, die wirklich sehr, sehr benutzerfreundlich sind oder sehr, sehr darauf zugeschnitten sind für Leute, die erst gerade anfangen, die in der Anfangsphase sind. Und wir haben etwas wollen machen, wo wunderbar auf die Leute zugeschnitten ist, wo die Leute sehr einfach können benutzen. Und das Dritte ist so ein bisschen die Idee von No MBA Required, also dass man unsere Tools kann benutzen kann, auch wenn man jetzt eben nicht den Hintergrund hat. Das haben wir in ganz vielen verschiedenen Arten gemacht. Also durch den ganzen Designprozess her, der vor anderthalb Jahren angefangen hat, haben wir uns immer wieder gefragt, also wirklich bei jedem Screen, bei jeder Bezeichnung auf jedem Screen, wie können wir jetzt das so gestalten, dass ein User das kann verwenden, auch wenn quasi das Vorwissen dazu nicht da ist. Und dann haben wir mit verschiedenen Techniken geschafft, wie wir das können, umsetzen können. Zum Beispiel erklären wir verschiedene Konzepte im Tool selber. Also wenn wir jetzt, also es ist eine vollständige doppelte Buchhaltung, wie es OR das vorgesehen für gewisse Unternehmen. Aber es ist ohne die Komplexität davon. Und das ist natürlich ein schwieriger Trade-off dann für uns, oder? Weil wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass beides miteinander vereinbar ist. Und dann haben wir eben zum Beispiel Erklärungen, wenn man die Bilanz öffnet bei uns in Infinity Finance, dann hat es Erklärungen drin, wie, was ist eine Bilanz, wie liest man eine Bilanz. Und wir haben auch zusätzliche Auswertungen gemacht, die einfacher zu verstehen sind als halt einfach nur die üblichen Tabellen und Reports, die man aus jeder Buchhaltung heutzutage kann generieren kann. Oder Sachen wie Soll und Haben, das wird alles im Hintergrund von uns beim Tool gemacht. Das heisst, man hat einfach ein paar sehr, sehr einfache Knöpfe, neue Einnahme, neue Ausgabe, tut dort rein auswählen, was man braucht und im Hintergrund wird alles automatisch erledigt. Also ich muss nicht mehr eine Buchung machen in dem Sinn als Buchungssatz und sagen, keine Ahnung, eben das Konto an das Konto, im Buchungstext und den Betrag, sondern ich sage einfach, ich habe jetzt eine neue Einnahme, was ist für eine Einnahme gewesen, wie viel ist der Betrag gewesen, quasi so, und der ganze Rest erledige dir. Ganz genau. Ist das nur Desktop, also Web-Applikation, oder könnte ich es auf dem Handy machen? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist auch so ein Teil, wo wir sehen, muss sich etwas tun bei den Business Tools. Relativ viel von den heutigen Business Tools im Markt. Die Mobile App, die dazugehört, ich kann nicht sehr viel. Also bei den meisten kann man nicht online buchen. Also auf dem Natel, man kann nicht irgendeine Offerte geschwind erstellen. Unser Tool ist vollständig webbasiert. Das heisst, also man kann es von online überall mit einem Internetzugriff sicher nutzen und es ist immer auf dem neuesten Stand. Und wir haben zusätzlich eine Companion-App, also für iOS und Android gibt es eine App im App Store und auf Google Play, wo man kann runterladen. Die kommt ein bisschen später das Jahr. Und mit der kann man
praktisch alles machen, was man auch im Web kann machen kann. Und wir haben uns entschieden, wirklich eine separate App dafür zu machen, damit die moderne User Experience, dass die wirklich sehr hoch ist. Also wir haben alles, jeder einzelne Screen darauf ausgelegt, dass wie geht es möglichst schnell und benutzerfreundlich zum Geschwind auf dem Handy, einfach zack, neue Ausgabe, wenn man geschwind mit dem Firmenkärtchen irgendetwas ist, geht zahlen oder geschwind auf dem Handy, sagen wir, man ist gerade bei einem Kunden gewesen, ist jetzt auf dem Weg zurück im Zug, macht noch geschwind die Offerte, kann die direkt von dort aus verschicken. Also die Möglichkeiten sind sehr gross, wenn man anfängt, so Tools auch ins, auf mobile Geräte bringen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, eben, euer Ziel ist ja wirklich, das den Menschen einfach zu machen, weißt, und den Einstieg einfach zu machen. Bis wie gross ist die App ausgelegt oder ist eure Software ausgelegt? Also weißt, ab welcher Firmengröße sagst du, ja, jetzt ist vielleicht der Moment, wo du irgendwie ein bestehendes grösseres Tool wechselst. Einfach, dass die Hörerinnen und Hörer sich überlegen, ob das vielleicht für ihr Unternehmen noch geeignet ist oder nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich muss das auch jede Firma ein bisschen für sich selber entscheiden. Es wird, also wir tun grundsätzlich nicht nach oben limitieren, wie viele Transaktionen oder Benutzer pro Organisation oder anderweitig ein User bei uns kann verwenden. Das heisst, man kann es gerne mal ausprobieren. Es gibt aber auch einfach gewisse Sachen und Funktionen, die wahrscheinlich fehlen für Leute, die jetzt in grösseren Organisationen sind. Jetzt beispielsweise eben gewisse Compliance-Standards oder so, die für grössere Firmen wichtig sind. Oder es ist auch nicht, wir haben gewisse automatische Bankabgleichssachen, wo jetzt besonders Organisationen, die halt sehr viele häufige Transaktionen jeden Tag haben, wo dort natürlich sehr viel Zeit sparen können. So Sachen sind jetzt in unserer ersten Version nicht drin. Aber dafür haben wir uns entschieden, auf die Sachen uns zu fokussieren, die einen Unterschied machen für die Leute, eben, die jetzt zum Beispiel gerade in der Anfangsphase sind, ist es sehr gut für Freelancer, ist es auch sehr gut und für Startups mit noch relativ überschaubarer Mitarbeiteranzahl ist das auch ein sehr gut geeignetes Tool. Okay. Also eure Nische ganz klar gesucht und gefunden. Du hast vorher erwähnt, du bist Co-Founder, euer Team. Wie gross sind wir und wie haben wir das finanziert? Ich weiß, du bist 21. Ich meine, die Entwicklung von so einer Software braucht sicher Zeit und je nachdem Geld, also man macht alles selber. Wie haben wir das gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Es hat sehr viel Zeit gebraucht, das ist so. Wir haben alles in-house gemacht, also die ganze Entwicklung ist selbstständig von uns intern gewesen. Wir haben Designer bei uns im Team, also ein Team von ein paar Leuten, die sich darum fokussiert, einfach das Design davon zu machen. Wir haben Leute, die eben dann User-Testing machen, schauen, ob unser Tool auch wirklich verhebt mit unserem Claim, dass jeder damit kann buchen, unabhängig vom Vorwissen. Und da haben wir natürlich Entwickler bei uns im Team, die das Ganze dann umsetzen. Also es ist alles von A bis Z, sind das Kompetenzen, die wir bei uns intern aufgebaut haben, auch über die anderthalb Jahre. Also es ist auch absolut nicht so, dass viele von den Entwicklern, mit denen wir angefangen haben, sind am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen neu gewesen in dieser ganzen Welt und über die anderthalb Jahre an so einem grossen Projekt zu arbeiten, da lernt man natürlich extrem viel und das kann ich jedem empfehlen, das so zu machen. Und da haben wir über die Zeit einfach das gelernt miteinander, den Prozess aufzubauen und das Tool zu entwickeln. Also das haben wir alles in-house selber programmiert, designt, entwickelt. Wie viel sind da und wie hast du das, also sind das alles Mitgründer, die das quasi gratis machen jetzt mit dem Ziel, das nachher zu vermarkten? Oder haben ihr irgendwie Löhne gezahlt? Haben ihr irgendwo Einnahmen? Oder haben ihr auch gesagt, hey, wir machen jetzt mal anderthalb Jahre, jeder steckt da ganz viel Zeit drin, anstatt dass wir irgendwo einen Job haben, so wo wir arbeiten und dann schauen wir, was daraus wird. Wie macht ihr das? Also wir haben ein paar Einnahmequellen über die letzten paar Jahre hinweg auch nebenbei halt noch Kundenaufträge gemacht mit unseren Designkompetenzen.
der Webdesign, Grafikdesign, so Sachen. Und das hilft natürlich, um so ein bisschen einen Einnahmepool bei uns aufzubauen, den wir dann können verwenden für verschiedene Sachen rund um die Entwicklung von dieser Plattform. Zum Beispiel auch gerade, wenn es dann um Marketing-Sachen geht, da muss man natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Da kann man auch nicht ganz, also damit irgendjemand dann gehört, dass wir die Plattform gemacht haben, wenn wir da verschiedene Sachen machen mit Google Ads und so weiter. Das heisst, für das tun wir dort halt über Arbeit auch so ein bisschen das Ganze querfinanzieren. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass wir das Ganze einfach mit Beteiligung machen. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben die Mission gesehen, wir sind alle sehr überzeugt davon, dass es dort angeht. Und dann haben wir angefangen, das Ganze aufzubauen. Okay, also ohne Investoren oder so, alles selber finanziert. Genau, ja. Das ist auch ein wichtiger Value von uns, weil wir haben schon immer wollen, so ein bisschen das so machen, dass wir relativ viel vom Weg, den wir machen können, dass wir den Bootstrap machen, mit unseren eigenen Mitteln, mit unserer eigenen Arbeit. Weil das gibt uns natürlich extrem viel Möglichkeit, um selber zu entscheiden, wo der Weg angeht und wie wir Sachen umsetzen. Ohne halt den zusätzlichen Druck oder die zusätzlichen Stimmen, die wir da vielleicht müssten weggeben. Und dann ist das aber natürlich immer eine Option für später oder wenn es dann um die Skalierung geht, wenn man aber einen Punkt ist, wo es aber nicht mehr überlebensnotwendig ist, sondern wo es dann eine Möglichkeit wäre, um die Skalierung einfach beschleunigen. Mega. Spannend. Ist das von Anfang an so geplant, dass sie gesagt haben, hey, look, das ist unsere grosse Mission, aber damit wir die machen können, müssen wir irgendwie Geld einnehmen, damit wir dann überleben in dieser Zeit und euch dann überlegt haben, okay, was für Dienstleistungen können wir jetzt anbieten, um Einnahmen generieren, um unsere Mission umzusetzen? Oder ist das mehr so, hat sich das eher ergeben, dass ihr eigentlich angefangen habt mit diesen Dienstleistungen und irgendwann gemerkt haben, hey, eigentlich wollen wir mehr, wir wollen jetzt irgendwie noch etwas Eigenes entwickeln. Wie ist so der Prozess gewesen? Ja, es ist mehr Letzteres. Also, wir haben vor allem so ein bisschen angefangen mit Dienstleistungen, die wir angeboten haben. Eben, gerade so ein bisschen im Digital Marketing und Designbereich. So ein bisschen mit einem ähnlichen Ziel, oder? Für junge Neugründer, ihnen halt zu helfen, dadurch halt mit Dienstleistungen, sich bekannt zu machen oder, sich nach außen zu präsentieren. Wir haben dann, eben aber über die Zeit gemerkt, wir haben eigentlich ziemlich viele Ideen und ziemlich viel, Vorstellungen, was wir genau möchten umsetzen, wenn es um Tools geht, die wir auch selber gebraucht haben. Also, ich bin jetzt auch jahrelanger Nutzer, natürlich von diesen Business-Tools, wo wir jetzt anfangen zu konkurrenzieren. Und es hat, dadurch in dem Prozess haben wir natürlich auch gemerkt, was funktioniert nicht für Startups in unserer Größe, was ist völlig outdated. Und wir haben gefunden, wir haben eigentlich die Kompetenzen, oder sind sie am Aufbauen, zum intern etwas Besseres machen. Machen wir das doch. Und so ist das so ein bisschen entstanden. Okay. Wie viele Co-Founder sind ihr? Es sind 3 Co-Founder. Mhm. Zwei Leute davon, also bin ich und der Rax Meum. Und der dritte Co-Founder ist nicht mehr aktiv drin, sondern mehr so ein bisschen Advisory. Der hat noch ein bisschen Expertise, auch gerade wenn es um so Finanzthemen geht. Aber ist nicht mehr aktiv am Tagesgeschäft beteiligt. Und die anderen Mitarbeitenden, die jetzt all die anderen Kompetenzen haben, haben die auch irgendwie dann noch eben beteiligt an der Firma? Und zahlen die gewisse Löhne oder zahlen die gar keine? In der Anfangszeit, wo wir vor allem dienstleistungsbasiert waren, haben wir Löhne gezahlt. In der Zwischenzeit haben wir so ein bisschen transitioned, seit wir alle Mittel möchten investieren mehr in die Entwicklung von der Plattform und in den Aufbau davon. Und jetzt sind wir in einem Modell, wo alle, die daran arbeiten, beteiligt sind. Und die sind alle in eurem Alter? Die sind relativ in unserem Alter, ja. Also plus minus ein paar Jahre. Wie habt ihr das organisiert denn nachher gleich? Also du hast ja vorher gesagt, keine Investoren, weil nachher irgendwie musst du gewisses Stimmrecht abgeben. Untereinander, wie sind ihr organisiert, wenn ihr nachher miteinander diskutiert? Weißt, wer trifft welche Entscheidungen, wer hat wo Mitspracherecht? Wenn ihr ja gleich so ein grosses Team sind von Leuten, die alle irgendwie beteiligt sind? Also am Ende des Tages geht es vor allem um Kompetenzen bei uns. Also
wenn irgendjemand bei uns im Design eine Entscheidung trifft, dann ist das eine Designentscheidung. Und dann wird das im Rest dann so umgesetzt. Und das funktioniert für uns in dieser Größe momentan ziemlich gut. Und für die wichtigsten Entscheidungen, also wenn es um strategisch geht, haben wir so eine Kultur, dass wir alle Inputs reinnehmen. Und am Schluss bin ich dann natürlich in einer Position als CEO, wo ich dann eine Entscheidung treffen muss. Und wenn zu viele Leute nicht zufrieden sind, dann werde ich die Position immer wieder haben. aber grundsätzlich nicht gross anders, als das jetzt vielleicht in einer anderen Unternehmung dann wäre mit so vielen Leuten. Cool. Ausgestrahlt wird das Interview voraussichtlich Anfang Dezember. Jetzt bei der Aufnahme haben wir aber Ende Oktober. Wo stehen wir aktuell? Also eben, das Tool ist jetzt relativ neu am Markt. Und was sind so die Pläne? Was haben wir bis jetzt schon gemacht? Wie viele Kunden haben wir schon gewonnen? Das ist ja wirklich jetzt ganz frühe Phase von der, ich sage jetzt, der Veröffentlichung vom Tool, oder? Absolut, ja. Wir sind jetzt gerade Anfang des Monats haben wir jetzt das Tool öffentlich gelauncht. Wir haben vorher noch eine kleine Beta-Phase gehabt. Und ich muss sagen, also ich bin ziemlich zufrieden, wie der Launch bis jetzt läuft. Wir haben auch sehr viel erstes Feedback bereits bekommen von ersten Kunden, die das Tool verwendet. Und jetzt ist natürlich die grösste Challenge für uns, so ein bisschen zu entscheiden, wo es hingeht, oder? Weil man bekommt jetzt ganz viele Inputs von allen Seiten, oder? Man hat die Kunden, die das Tool jetzt nutzen und wo Verbesserungen möchten bei einzelnen bestehenden Funktionen. Dann hat man gewisse Probleme, die man weiss, wo man noch beheben möchte. Dann hat man verschiedene andere Ideen aus dem Team, die man noch machen möchte. Und, verschiedene Themen, die dann gar nicht mehr mit Finance zu hat. Und hat man allgemein so überall die ganz verschiedenen Inputs, die halt miteinander kämpfen über die Aufmerksamkeit und Zeit. Und das ist jetzt so ein bisschen unsere nächste Challenge, zum schauen, wie man das priorisiert. Sicher auch sehr wichtig, dass wir da können Nein sagen halt, dass man nicht mit einem sehr fokussierten Produkt anfängt und nachher irgendwo endet mit einem sehr chaotischen Produkt, wo es ist ein Finanztool, aber es kann auch noch ein bisschen das, aber nicht so das. Das heisst, für uns sehr wichtig ist, dass wir weiterhin mit ziemlichem Tempo neue Funktionen, so ein bisschen Finance einbauen, wo jetzt nicht nur einfach da sind, um so ein bisschen Catch-up spielen mit was andere Tools vielleicht ein bisschen können, was dann besser macht für größere Unternehmen, sondern auch, dass wir weiterhin neue Funktionen schaffen, wo nicht so oft gesehen sind in Finanztools und dort so ein bisschen probieren, neue Ideen reinzubringen, die es einfacher machen und schneller machen für Leute zum Buchen. Wir haben dort auch schon verschiedene Experimente, also wir sind ein bisschen am Experimentieren mit auch was zum Beispiel Computer Vision kann machen. Also das ist, wenn, sagen wir, mit der Kamera vom Nattel, wenn man dann irgendwie ein Dokument einscannt und dann schickt man das durch so einen AI Computer Vision Algorithm, schaut man, kann dann der Algorithmus herausfinden, was ist alles auf dieser Rechnung gewesen, und dann könnte man quasi Teile davon automatisch ausfüllen, sodass das Verbuchen von einer Rechnung 300 Mal schneller geht. So Sachen sind wir am Experimentieren, was dort alles möglich ist. Und dadurch sehen wir noch sehr viel Potenzial, was wir da alles könnten machen. Okay. Jetzt hast du ja gerade, du hast angesprochen, eben so Datenablage und so, wo ja irgendwo auch noch das Thema ist. Wie ist das? Kann man da einfach irgendwie die Rechnung nachher fotografieren, aufladen und dann gilt als rechtlich abgelegt und kann sie theoretisch reddern? Oder muss man die jetzt mit eurem Tool nachher immer noch aufbewahren und ablegen? Ich weiss gar nicht, wie die rechtliche Situation im Moment wäre. Wie sieht es aktuell aus? Also es ist so, dass wir bei uns, wir haben eine Dokument- oder Belegverwaltungsfunktion. Und dort kann man Dokumente einscannen oder hochladen als PDF und das wird dann abgespeichert auf den Server. Wird alles übrigens, alle Finanzdaten sind immer sicher abgespeichert auf Schweizer Server. Also das verlässt nie die Schweiz. Und sehr wichtig für Datenschutz. Das Ganze wird dann abgeleitet und nachdem man den Jahresabschluss gemacht hat, können die auch nicht mehr gelöscht werden. Also die können dann auch nicht mehr quasi geändert werden. Das macht es ausreichend permanent, sodass man da
gewährleisten, quasi, dass die Geschäftsbücher sicher sind. Und wie ist die rechtliche Situation? Also brauche ich dann gar nicht mehr physisch abgeleitete Dokumente, sondern wenn ich die Dokumente so abgeleitet habe, muss ich eigentlich gar keine Rechnung aufbewahren, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, weißt du das gerade? Wie ist die rechtliche Situation im Moment? Man hat ja 10 Jahre Aufbewahrungspflicht. Genau, ja. Das müsste jetzt gerade jemand im Team fragen. Okay. Da ist jetzt jemand im Team bei uns verantwortlich für so Themen. Das Problem. Du hast jetzt gesagt, eben, Beta-Version ist durch. Aber natürlich auch, wenn es so das erste Mal auf den Markt geht, hat es eben, wie du sagst, viel Input, vielleicht noch Bugs, die man merkt und so. Wenn jetzt jemand gleich so früh jetzt, auch wenn man das quasi erst 1,5 Monate später ausstrahlt, das Interview, sagt, mol, das Tool klingt für mich noch spannend, ich löse das, was kostet das? Und gibt es irgendwie einen Special Deal für Podcast-Hörerinnen und Hörer, wo kannst du anbieten? Absolut, also das Tool Infinity Finance, der Basispreis beginnt ab 25 Franken pro Monat. Und für die Leute, wo jetzt, die glücklichen Leute, die jetzt da zuhören, die können profitieren von einem Spezialangebot. Die können das für nur 19 Franken im Monat abonnieren. Und der Deal ist dann, also den kann man so abonnieren bei uns. Und dann ist das langfristig dann gültig, solange man auf dem App bleibt. Also Lifetime quasi, wenn man einfach die restlichen Jahre immer das Tool nutzt, ist 19 Franken im Monat, all inklusive dem, was du gesagt hast. Und je nachdem, gut, neue Funktionen, weisst du nicht, ob die noch extra dann kostet oder was alles inklusive genau, ist. Genau, da kann das ich keine Garantie machen, aber das Basisangebot ist für 19 Franken alles drin. Okay, ich habe jetzt den Markt nicht im Überblick, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt bei den teuren, sondern eher bei den günstigen, oder? Das ist so, ja. Also wir haben unser Pricing, lange Diskussionen darüber gehabt natürlich. Und wir haben uns so positioniert, dass es wirklich auch sehr attraktiv sein soll für Leute, die jetzt gerade in der Anfangsphase sind, wo jetzt vielleicht nicht enorm viel Geld haben, um in Tools zu investieren, aber dennoch irgendetwas brauchen, wo verhebt. Und etwas, wo ein bisschen mehr kann, als jetzt einfach, es gibt ja schon Tools, die dann einfach so ein bisschen das Milchbüchli quasi ersetzen. Aber mit uns hat man wirklich eine vollständige doppelte Buchhaltung. Man hat ein vollumfängliches Rechnungstool übrigens auch. Also man kann Offerten erstellen als PDF und digital verschicken. Und Kunden können das mit einem Klick auch online akzeptieren. Man hat eine vollständige QR-Rechnungsfunktion. Das heisst, man kann aus unserem Tool ganz einfach Forderungen mit QR-Zahlteil erstellen und die Leute können das dann zahlen. Die Belegverwaltung, und wunderbare Auswertungen, die es so in anderen Tools nicht gibt. Okay, sehr spannend. Muss ich unbedingt auch für mich selber noch genauer anschauen in dem Fall. 25 Franken im Monat. Ihr seid ein grösstes Team, mehrere Co-Founder und so weiter. Also das tönt ja jetzt schon nach einem Preis, der wirklich sich erst lohnt in einem grösseren Scale. Also ich meine, da brauchst du ja relativ viele Kunden, bis du da wirklich nur so rentabel bist, wenn ihr alle wollt, plötzlich mal einen Lohn verdienen und vielleicht noch mehr. Was ist so euer Plan? Also wie soll es weitergehen? Wie viele Kunden wollt ihr im nächsten Jahr akquirieren? Also es gibt da natürlich zwei grosse oder drei grosse Hebel, die wir dort haben. Das eine ist eben natürlich der Reach, also wenn man zusätzliche Kunden gewinnt, das sind ja dann, also es ist ein Subscription Revenue Modell, das heisst, das ist dann wiederkehrend der Umsatz, den wir können, wo wir da können haben. Und wenn wir da unser Scale verbessern, dann haben wir natürlich mehr und einerseits auch auf der Kostenseite können wir dann dort Effizienzen nutzen, was die Infrastruktur betrifft. Und der zweite Hebel, den wir haben, ist so ein bisschen von Finance selber, vom Funktionsset her. Dort sehen wir auch natürlich Potenzial, wo man könnte Expansion Revenue reingehen, also wenn man dort zusätzliche Funktionen macht, wo sich dann lohnt für eben vielleicht mittelgrößere Startups oder für anderweitige Zwecke Add-ons, wo es besser macht für Unternehmen, wo ein bisschen mehr Anforderungen haben als jetzt Unternehmen in der Anfangsphase. Dort besteht natürlich noch eine grosse Möglichkeit, um mit Angebot reinzugehen, wo mehr als 25 Franken im Monat sind. Mhm. Und dort haben wir auch schon verschiedene Funktionen in Arbeit, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und der dritte Hebel ist außerhalb von Finance selber. Also dort haben wir das Ganze
Also wir sind jetzt nicht quasi eine Finanztool-Firma. Das ist nicht das Ziel von uns, sondern unsere Mission ist, das Unternehmertum an sich zugänglicher zu machen. Und für das gibt es noch viel mehr Business-Tools, die in dürftiger Notwendigkeit sind, dass dort etwas Modernes kommt. Und vor allem auch etwas, das integriert ist in dieser ganzen Plattform. Also wir haben die Plattform von Anfang an so aufgebaut, sodass sie erweiterbar ist durch uns und später dann auch durch Drittanbieter. Und dass alle Daten darauf dann natürlich überall können eingesetzt werden, ohne dass man dreimal eintöckeln muss. Das heisst, wenn man jetzt einen Kontakt in Infinity Finance verbucht, dass der Kontakt nachher kann verwendet werden, zum Beispiel, sagen wir mal, in einem Time-Tracking-Tool, um direkt dann dort Stunden für das aufschreiben und dann umgekehrt, oder dass die Stunden, die dann aufgeschrieben sind, dass die direkt erscheinen dann im Finanztool. Und so ganz viele verschiedene Optionen gibt es da, wo man mit weiteren Tools dann könnte in Märkte einsteigen, wo dann alle aber in dem ganzen Ökosystem zusammen funktionieren und die User Experience sehr angenehm machen. Aber du bist jetzt eben, wie du selber gesagt hast, in dem Priorisierungsproblematik, die du selber angesprochen hast. Ich meine, einerseits wollen ja die User, die das nutzen, begeistert sein, zufrieden sein. Nur dann lösen sie irgendwo eine andere Sache. Und gleichzeitig müssen sie ja auch alle Funktionalitäten haben. Und ich sage jetzt, das einzelne Tool sollte ja immer auch für sich selber rentabel sein, oder? Also, es ist ja immer schwierig, dann zu sagen, in welchem Zeitpunkt starte ich jetzt wirklich mit dem Neuen? Und am Schluss hast du zwar 7 Tools vielleicht, aber keins ist wirklich rentabel. Alle sind so auf einem Niveau, wo es eigentlich sich noch nicht ganz lohnt. Was habt ihr da für einen Plan? Also, weißt du, gleich zuerst einmal logisch, hast ganz viele Ideen, aber das, was jetzt fertig ist, das einmal so weit aufskalieren, dass das wirklich quasi funktioniert, verhebt, rentabel ist und dann das Geld nehmen, in die weiteren Funktionen zu investieren, die du dann auch hast, weil dann kommt ja auch Geld rein. Oder was ist da so jetzt euer Plan von der Priorisierung oder sind ihr das eben noch am Suchen? Ja, das ist natürlich eine grosse Schwierigkeit, aber ich glaube, es ist auch gefährlich, in die andere Richtung zu gehen, dass wenn wir jetzt quasi nur noch direkt in das investieren, wo viele Finance-User kommen und sagen, da würde ich jetzt mehr Geld zahlen da dafür. Ich glaube, das endet auch sehr häufig in einem Produkt, wo es die Zielgruppe ein bisschen verwässert. Und wo die Produktdefinition auch ein bisschen verwässert. Unser Ziel ist immer, wir müssen jetzt nicht die ultimative Finanzsoftware haben, wo jede einzelne Funktion im Buch hat, wo möglicherweise könnte existieren und dann halt für absolut jede Firmengröße verwendbar ist. Unser Ziel ist mehr, dass wir ein Set an Tools haben, wo kann eingesetzt werden von Neugründerinnen und Neugründern und für wachsende Startups bis zu einer gewissen Größe. Und bis dahin, glaube ich, haben wir sehr viele Möglichkeiten, wo wir können eben weiter Value abschöpfen und gleichzeitig aber die Vision umsetzen von einer Plattform mit verschiedenen Tools, wo aber insgesamt zusammen eine Experience geben für den User, die sehr einfach zu verwenden ist und die macht, dass man nicht dreimal alles muss neu eintragen muss. Also, dass du eigentlich zwar verschiedene Tools hast und jeder so kann sagen, ich brauche das und das und dieses und die drei brauche ich nicht und vielleicht gewisse Leute wie die ganze Experience und alle Tools nutzen, aber dass halt alles aus einer Hand kommt und alles ganz optisch genau, ja. Und funktional gleich ist, dass ich eben auch nicht 7 verschiedene Tools habe, wo jedes wieder ganz anders funktioniert und wenn ich etwas brauche, muss ich jedes Mal wieder überlegen, ah nein, das ist in dem Tool so und im anderen Tool anders. Das ist ganz genau. Ja. Und auch mit den Daten, oder? Also, wenn man irgendwo im Kunden fasst, dass man den Kunden nicht 7 Mal erfasst, sondern dass man den einmal erfasst und dann hat man Zugriff auf die Daten von dem Kunden in den verschiedenen Tools auf der Plattform, inklusive allenfalls neben Drittanbieter-Anbindungen, die dann später möglich werden. Ein Zungenbrecher. Ja, ein Zungenbrecher, genau. Du hast meine Frage aber noch nicht beantwortet. Trotzdem, was rechnet der nächste Jahr mit, wie viele Kunden wollt ihr da gewinnen? Also ich nehme an, irgendwo einen Businessplan werdet ihr gemacht haben. Weißt, wie schnell wollt ihr da, wie viele Kunden jetzt generieren? Also in der Zahl da kann ich jetzt da nicht öffentlich sagen, aber unsere Strategie ist so ein bisschen zweiseitig. Einerseits, wir werden jetzt relativ viele Marketingaktionen, gerade so ein bisschen, wenn Ende Jahr dann
Kunden so ein bisschen anstreben, um dann auch ein bisschen mehr Switchers anzugehen. Also jetzt nicht nur Leute, die jetzt neu gründen, sondern auch Leute, die eben so ein bisschen unsere Zielgruppe sind und kommen von einem anderen Tool. Also Ende Kalenderjahr ist für viele Unternehmen natürlich ein guter Zeitpunkt, um evaluieren, ob es da vielleicht nicht etwas Besseres gibt auf dem Markt, wo man da kann verwenden. Und eben dort durch werden wir stärkere Marketingaktionen dann auch durch das nächste Jahr hindurch machen. Und das Zweite ist so ein bisschen Product-led Growth, dass wir dort wirklich sehr viel weiterhin in die Produktentwicklung investieren, in die neuen Funktionen, wo dann so ein bisschen das Interesse am Produkt treiben und wo auch machen, dass die Leute neue Use Cases sehen dafür, was man da damit kann machen kann. Man sieht da auch Möglichkeiten, wie man da auch organisch dann noch ein bisschen mehr wachsen können, wenn Leute gerade suchen nach irgendeinem Rechnungstool. Da wird sehr viel gesucht nach Rechnungstools online. Dass wir dort auch noch viel stärker präsent werden. Das sind so ein bisschen unsere nächsten grossen Schritte. Und was darüber hinaus dann steht, das sehen wir, wenn wir so weit sind. Also gut, mega spannend. Ich habe ganz vergessen, ich bin mir nicht sicher, hast du zwar gesagt, der Special Deal für Podcast-Hörerinnen und Hörer ist 19 Franken anstatt 25, aber wie kommen Sie an den an? Was müssen Sie für das machen? Gibt es irgendwo einen Rabattcode? Müssen Sie das irgendwo erwähnen? Gibt es einen speziellen Link? Wie kommen Sie an den Deal? Genau, also für das gibt es einen speziellen Link. Da können Sie einfach auf infinity.swiss/finance/machdisding, alles zusammengeschrieben, und dann steht dort alle Details, die man dann dazu braucht. Perfekt, ihr findet den Link natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Wer auf YouTube schaut, unterhalb vom Video in der Beschreibung und sonst auf der Webseite www.mach-dies-ding.ch. Wenn ihr das einmal nutzen wollt, für 19 Franken Lifetime Preis, also nochmal günstiger wie die 25 Franken, die es im Normalfall kostet. Also unbedingt doch einmal genauer anschauen und die schauen und befragen, sonst auch einfach auf den Stefan zugehen. Stefan, so das Thema Software, Finanzbuchhaltung möchte ich gerne mal abschliessen damit. Hast sehr viel gesagt. Und auf dich persönlich ein bisschen eingehen. Du bist 21, jetzt in anderthalb Jahren die Software programmiert. Du hast in der Kanti schon erste Projekte gemacht. Hast du auch mal als Angestellter gearbeitet oder bist du immer selbstständig gewesen? Ich bin immer selbstständig gewesen. Also ich habe von relativ früh an, auch schon in der Kanti-Zeit, habe ich so ein bisschen als Freelancer angefangen. Zuerst vor allem als Entwickler für eben kleine Projekte. Und bin dann, so ein bisschen 2014, 2015, bin ich dann so ein bisschen in die Designwelt dann eingetaucht. Wie alt bist du da gewesen? Jetzt fragst du mich etwas. Ich glaube 13. Wenn ich richtig gerechnet habe. Das hat mir eine unendliche Welt eröffnet, wo ich das entdeckt habe. Also so ein bisschen die Kunst, es ist ja Kunst, die Wissenschaft, es ist ein bisschen beides, Sachen zu gestalten, die nicht nur ästhetisch sind, sondern auch gut funktionieren. So ein bisschen die Idee von so ein bisschen Usability, das habe ich dort so ein bisschen entdeckt über das Internet. Habe dort sehr viele gute Ressourcen dann gefunden. Das ist auch, wo so ein bisschen das Thema immer wichtiger geworden ist, auch so ein bisschen bei grösseren Firmen und so. Hat das dort extrem spannend gefunden, gelernt, wie man dann mit diesen Design-Tools so ein bisschen umgeht über die nächsten paar Jahre. Und das so ein bisschen probiert überall in meine Projekte und Freelance-Projekte und das Stundenplan-Projekt überall ein bisschen einzusetzen. Und dadurch mit sehr viel Arbeit über die Jahre habe ich dann dort auch die entsprechenden Kompetenzen ein bisschen dürfen erlernen. Also du hast in dem Fall Kanti gemacht nachher. Was ist das in anderen Kantonen? Es ist ja von Kanton zu Kanton unterschiedlich wie so vieles. Ist das Gimi? Ja, genau, das ist Gimi. Okay. Und wann bist du fertig mit dieser Kanti? Das ist 2019. Das wäre normalerweise so dann, wenn jemand eine Lehre gemacht hätte oder Kanti machst, anstatt dass du eine Lehre machst. Genau, ja. Und nachher könntest du studieren. Und dann hast du einfach gesagt, nachher, jetzt eben mache ich mich wirklich voll selbstständig und mache nur noch mein Ding. Oder hast du irgendwo noch Teilzeit etwas studiert oder noch eine Ausbildung angefangen oder gesagt, jetzt habe ich Kanti, jetzt gehe ich all in meinem Unternehmen? Nein, ich habe nebenbei noch mein Wirtschaftsstudium gemacht an der Universität Zürich. Mhm.
Betriebswirtschaft. Das hat mich schon immer sehr, sehr gereizt. Also in der Kantonsschule habe ich ein Wirtschaftsgymnasium gemacht. Und dann war es eine ziemlich gängige Wahl, dass ich dann auch die Universität das dann habe vertiefen wollte. Und ich muss sagen, es ist wirklich, also ich habe sehr viel gelernt. Es war sehr spannend. Aber ich bin immer so ein bisschen mit einem Fuß an der Universität und mit dem anderen so ein bisschen in meinen anderen Projekten halt unternehmerisch. Jetzt Next Business ist mein zweites Startup, das ich jetzt noch gemacht habe. Vorher, 2016, habe ich mein erstes Startup gegründet, mit ein paar anderen Leuten zusammen, wo wir ein paar Jahre lang individuelle Computer verkauft haben, also wo man online kann zusammenstellen kann, was für einen Computer man möchte, für eben verschiedene Zwecke, die man braucht, für Videoschnitt oder für gewisse Spiele oder für 3D, dass man das kann zusammenstellen, für was man es braucht, und nachher wird das dann, haben wir das produziert gehabt. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Erste, was ich dort gemacht habe. Was ist aus dem geworden? Was ist aus dem geworden? Wir sind als Team, haben wir uns entschieden, dass wir in eine neue Richtung gehen. also mit einem anderen Business Model, aber das ist noch, das steht noch ein bisschen im Aufbau. Okay. Genau. Aber dann habe ich das gemacht, während dem Studium, Next Business weiter aufgebaut, neben meinem Studium. Und es ist relativ gut gegangen mit allem so ein bisschen zusammen, weil ich kann jetzt auch nicht, also kann man das relativ gut einteilen. Es hat ziemlich gut funktioniert, dass ich da immer wieder genug können machen konnte, um überall vorwärts zu kommen. Okay, aber das Studium hast du abgeschlossen, erfolgreich? Das Studium habe ich jetzt sehr bald abgeschlossen. Genau. Okay, noch drinnen. Genau, bin jetzt gerade noch am Abschluss des Semesters und nachher. Okay. Genau. Nachher hast du es geschafft. Nachher willst du noch weiter studieren oder ist nachher jetzt nach dem Studium wirklich der Fokus auf Startups? In dem Fall sind es ja immer noch zwei, wenn es eine in der Umbauphase ist und Next Business in der, ja, eigentlich Wachstumsphase so, dann ist nachher schon der Plan, Vollzeit deine eigenen Unternehmen zu machen oder hast du irgendwie noch weitere Pläne? Nein, also vorerst, also wer weiß, wo es mich antreibt, aber im Moment sieht der Plan schon so aus, dass ich dann mal endlich ein Zeit habe, wo ich meine ganze Energie kann dort hineinstecken kann. Du hast gesagt, du hast jetzt wirklich also die Faszination fürs Unternehmertum seit Kindheit, so aus Kindheitstagen irgendwie. Kannst du sagen, woher das gekommen ist damals? Also irgendwie ältere Unternehmer schon gewesen und haben dir das irgendwie mit auf den Weg gegeben? Oder sind das Bücher, die du gelesen hast? In dem Alter kann man in dem Alter lesen, weiß ich gar nicht. Wie ist das gekommen? Weißt du das noch oder kannst du dich nicht mehr erinnern? Ja, es ist sicher eine Kombination von diesen paar Sachen. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Das heisst, das hat sicher eine Rolle gespielt. Ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen, wie viel im Nachhinein, ist schwer zu sagen. Aber das hat mir sicher so ein bisschen das Grundinteresse angestellt und eben, das haben wir auch relativ früh die Familie hat mir gezeigt, was da auch so ein bisschen alles dazugehört, was dort alles so Themen sind. Und ich habe das schon relativ früh dann auch sehr spannend gefunden. Mhm. Und das Zweite ist so ein bisschen die Möglichkeiten, die wir haben, so ein bisschen die digitale Welt, so ein bisschen mit der Technik, ich glaube, das war auch noch ein sehr grosser Beweggrund gewesen, wo ich mir dann relativ schnell überlegt habe, wo ich entdeckt habe, quasi, man kann all die Sachen, die man da verwendet, die sind irgendwie gemacht worden, oder? Irgendjemand hat die irgendwie aufgebaut. Und ich habe das schon immer sehr spannend gefunden, wie das passiert. Dann, als ich angefangen habe, auch so ein bisschen die Sachen lernen und verstehe quasi, wie der Prozess dann auch heisst und was das Ganze dann bedeutet, das zu machen, habe ich schon immer gewusst, so, das ist etwas, was ich auch sehr gerne würde machen. Halt irgendwie ansitzen, irgendwie mir überlegen, was braucht es und dann halt arbeiten und irgendetwas aufbauen, wo dann andere können benutzen, wo andere können verwenden und wo ihnen einen Wert bringt. Und so ein bisschen der Zyklus vom neuen Sachen erschaffen, das hat mir schon immer zugesagt.
Vor allem so ein bisschen über die digitale Welt, so ein bisschen Technik. Und wie gehst du jetzt mit dem Thema Finanzen um? Nicht Finanzbuchhaltung, sondern bei dir privat. Also eben, wenn ihr jetzt irgendwie alles reinvestiert, wenn jetzt bist du noch im Studium, da wirst du vielleicht auch noch unterstützt oder so. Du brauchst nicht so viel Geld, aber jetzt in den nächsten Jahren geht es ja darum, vielleicht willst du einmal ausziehen, ich weiß nicht, vielleicht bist du auch schon ausgezogen. Wie wichtig ist Geld für dich und wie handelst du das jetzt für dich privat? Absolut, ja. Also ich habe auch nebenbei gewisse von diesen Freelance-Sachen, die ich früher angefangen habe, die ziehe ich auch bis heute noch weiter. Also dort ist immer wieder mal irgendein Projekt oder so. Und ich glaube, wenn nötig, könnte ich das auch noch grösser skalieren, sodass quasi dort noch ein grösserer Einkommensstrom wäre, wenn ich dann eben mal Notwendigkeit hätte, um das Ganze stärker meinen Fokus darauf setzen. Aber über die Zeit, eben über die paar Jahre, habe ich auch ein bisschen gespart und eben meine Kosten im Moment sind jetzt auch noch nicht die grössten. Das heisst, gewisse Flexibilität habe ich momentan noch. Und alles, was nachher passiert, das sehen wir dann. Mega spannend. Krass, eben schon in so jungen Jahren. Das ist immer so die Faszination, auch, oder wo man sieht und man denkt, hey krass, woher kommt das, wie kommt das? Aber ich glaube, gewisse Leute sind teilweise auch einfach für das geboren und für das gemacht und andere vielleicht nicht ganz so oder merken es vielleicht später. Du sagst, eure Mission ist, das Unternehmertum zugänglicher zu machen. Was ist so deine persönliche Vision für dein Leben? Du bist jetzt noch so jung, hast schon so viel gemacht, irgendwie so viel unternehmerische Erfahrung, wie die meisten Leute in ihrem Leben nicht sammeln und du hast es mit 21 schon gemacht, oder? Wie stellst du dir dein Leben vor? Was willst du noch erreichen? Was sind so Ziele, die du hast? Ja, das ist eine gute Frage. Also im Moment, ich weiss natürlich nicht, wie sich das dann entwickelt in den nächsten 10, 20 Jahren. So Sachen verändern sich ja bei vielen auch noch. Aber im Moment bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich heute jeden Tag mache und würde mich sehr freuen, das quasi einfach können grösser aufzuziehen und jeden Tag weiterhin irgendwelche Sachen mithelfen aufzubauen, die dann von anderen Leuten können verwendet werden. Und solange ich das kann machen, bin ich wunschlos glücklich. Perfekt. So abschliessend, was wäre jetzt noch ein Tipp, so der grösste Tipp von dir, für andere Menschen, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, die vielleicht noch nicht gestartet haben, die noch irgendetwas haben, was sie zurückhalten, die aber eigentlich unzufrieden sind mit ihrem Job, die wissen irgendwo, Selbstständigkeit, etwas Eigenes wäre ihres. Was ist so dein grosser Tipp für all die Leute? Das ist eine gute Frage, das muss ich jetzt ganz schön überlegen. Etwas, was mir sehr, sehr geholfen hat, ist, dass ich so ein bisschen nie allein gewesen bin in diesem Weg. Also, es geht eben die beiden Startups, die ich gegründet habe. Es ist immer sehr viel einfacher. Kommt natürlich auch mit seinen eigenen Challenges, aber für mich persönlich ist es immer sehr viel einfacher gewesen, das Ganze mit einem motivierten Team von Co-Founders zu machen. Das heisst, ich will mir auf jeden Fall überlegen, dass wenn man irgendetwas möchte aufziehen, dass man dort vielleicht motivierte Leute sucht, die auch hinter dem können stehen, wo man möchte verfolgen. Ist natürlich auch sehr, sehr dann ein heikler Punkt, wenn man dann die falschen Leute findet, aber solange man sich dort wirklich mit Leuten vertraut, kann zusammensetzen und irgendetwas Grosses bewirken, ich glaube, das ist etwas, was ich jedem kann empfehlen kann. Definitiv. Ich würde mit meiner Erfahrung noch hinzufügen, dass man da wirklich am Anfang auch wirklich miteinander anhockt und schaut, wie ist eine Aufteilung, absolut, wer hat welche Anteile, wer hat welche Kompetenzen, was passiert im Fall, wenn jemand rausgehen will. Also man nennt das auch, oder es ist ein Aktionärsbindungsvertrag oder Gesellschaftervertrag, wo wirklich, also meine ganz klare Empfehlung, ich habe es glaube schon x-mal gesagt in dem Podcast, weil ich es wirklich so meine, wie ich es sage, machen das am Anfang super und dann haben wir viel weniger Diskussionen. Man kann nicht alles regeln, aber man hat zumindest eine Grundlage darauf, wo man kann diskutieren, wenn man irgendwann mal aus x einem Grund sagt, es geht wieder auseinander. Man hat andere Vorstellungen, was auch immer, irgendjemand möchte etwas Neues machen. Überlegt euch da am Anfang, bevor ihr zu viel Geld, zu viel Zeit investiert habt und am Schluss merkt, hey, wir wollen eigentlich gar nicht mehr miteinander. Ganz grosse Empfehlung. Zudem gibt es auch eine Podcast-Folge mit Fasun, mit dem Partner vom Podcast.
wo wir einmal besprochen haben, was überhaupt da drin rein sollte, wie so ein Aktionärsbindungsvertrag, Gesellschaftsvertrag aussieht. Wenn ihr also irgendwie macht das Ding, Aktionärsbindungsvertrag, googelt, dann denke ich, findet ihr das, hört dort mal rein, und ich schaue, dass ich auch die Folge noch kann verlinken. Hey, Stefan, merci viel mal, mega spannend gsi. Ich finde es extrem faszinierend, was du in deinem jungen Alter schon alles geleistet hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft. Und merci, hast du dir Zeit genommen, um hier im Podcast zu kommen. Ja, danke sehr viel mal. Danke dir. Und alle Infos zum Deal, wenn ihr jetzt wollt, Infinity Finance nutzen, findet ihr, wie schon gesagt, auf der Webseite, in den Shownotes, in den Kommentaren, überall, wo ihr es gerade schaut, irgendwo findet ihr es. Den Stefan könnt ihr anschreiben über LinkedIn, nehme ich an, oder wo findet man dich am besten? Sonst auf meiner Webseite, stefanwürfel.com, hat es Kontaktangaben. Perfekt. Auch das wird alles verlinkt. Also, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.